And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, the Shadow of the Templars. Last time, Nico was abducted and we need to find her. And we know where they must have taken her because, the only way... She can only have been brought to the... to this locked wagon here. Ah, shit. Lassen Sie uns darüber reden, wie erwachsene Menschen, Eklund. Ach, shit. Ich kann alles erklären. I made a mistake. Yeah. Of course. That was silly. Yeah, that's... That was, of course, a silly action. I mean, I know, in fact, the solution of this little puzzle. But I was just under stress. And by the way, if you go, try to go to the left. Yeah, that happens. So don't try going to the left either. What we need to do is of course you need to pull the emergency brake. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Und das hier ist meine Chance. Sie haben uns das Leben gerettet. Warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stopp. What? Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neo-Templer her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolé, älter als Salomon. Wir werden sie aufhalten, Sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Wie sind sie vom Bullshead entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bullshead zum Dorf, Stobbert. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Außerdem habe ich eine Schwester, die dort direkt um die Ecke eine Tankstelle betreibt. Ich glaube nicht, dass es der letzte Wunsch des sterbenden Khan war, sich den Inhalt meiner Taschen anzusehen. Yeah, maybe not. Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. That was actually quite interesting. If you've read the book Foucault's Pendulum,
by Umberto Eco. Verdammt gut aus, sogar in Seilen. There's a story which is actually in part quite similar. Denk gar nicht erst dran, George. In the sense that they're... Wer? Yeah. Schau mir direkt in die Augen und dann sag mir, dass du nicht gerade daran gedacht hast, diese Axt bei Eklund anzuwenden. Sei doch nicht so naiv, Frau. Ich wollte sie bei dir anwenden. Nico sieht verdammt gut aus, sogar in Seilen. Hey, was glaubst du, wo du hingehst? Hey, keine Bange, ich hab dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbart. Mach ich, sobald ich bereit bin. Oh, how cute. Das ist unfair, George. Nein. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Und dich zu küssen stand ganz oben auf der Liste. George? Ja? George, wir müssen von diesem Zug runter. Yes. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch? Maybe want to... Oh, we can't actually search his... Possess? No, we can't search him. Okay. So let's get off this train. Yeah, coming back to the Foucault's Pendulum, there's a very similar story device in the sense that there are some energy fields that align in a certain point on the Earth, which gives, I'm not sure whether the Templars play any role, but which gives you tremendous power. Though I'm not sure whether the game was earlier or whether the novel appeared earlier, but I think actually the novel appeared before this game. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig, wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihnen damit ordentlich eins draufgeben. Hatte er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Hm. Diese Tasche ist voller C4. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Junge, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Plastik, Georges. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Kein Plastikgeld, Plastiksprengstoff, 2 Kilo davon. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Kein Problem, wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichhölzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Ja? Was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George, dann kommst du schon drauf. There was a huge explosion. Ein verirrter Funke? Gut erkannt. Der Turm ist das Einzige, was nach der Explosion übrig blieb. Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. So? Ich hoffe, es ist zerstört. Let's have a look around. Ein großer Bogen führt in den Turm. Man kann sie gerade noch als die Kirche erkennen, die ich als Reflexion in dem Kelch gesehen hatte. Templer, Rundköpfe und Ritter. Dieser Ort hat eine Menge Geschichte erlebt. Man kann sie gerade noch als die Kirche erkennen, die ich als Reflexion in dem Kelch gesehen hatte. Templer, Rundköpfe und Ritter. Dieser Ort hat eine Menge Geschichte erlebt. Yeah, and I just looked this up. This church, St. Ninian's, actually really exists. I would like to go there one time. Man kann sie gerade noch als die Templer. Okay. Let's try to. Yeah, we heard this 3 times now. Let's go inside. Some machinery and a door. And a strange statue. Der steinerne Dämon grinst mit einem erschreckend lebendigen Gesichtsausdruck. Es ist so realistisch, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der Bildhauer es nach einem lebendigen Modell gehauen hat. The nice view of the landscape.
There's a pile of rubble. Ich stöbere ein wenig in dem Geröll herum und finde eine alte Tonpfeife mit einem abgebrochenen Mundstück. Unter einem der Steine liegt eine Metallmünze, die vom Alter schon grün angelaufen ist. Verkrustet mit Dreck und Erde liegt da ein kleines Zahnrad auf einer Achse. Meine Aufregung wächst, als ich etwas zwischen meinen Fingern fühle. Yes. Es ist kurz, hart, schwarz. Etwas, das ich hier nicht zu finden erwartet hätte. Es ist eine Füllfederhalterkappe aus Kunststoff. Ah. Ich finde hier nichts. Okay, that was... Yeah. That's all there is. Eine schwarze Füllfederhalterkappe aus Plastik. Not sure this is going to be very useful, but you never know. Ich versuche die Platte zu schieben, bin aber nicht sehr erstaunt, dass das nicht funktioniert. Über dem geschnitzten Kreuz steht eine nicht zu entziffernde Inschrift. Soweit ich das erkennen konnte, war da wohl was in Gälisch geschrieben. Nico? Aha. You don't happen to speak Gaelic. Was tust du da? Ich merke mir diese Inschrift. Kannst du sie denn lesen? Nö. Warum studierst du dann eine Inschrift, wenn du sie nicht mal verstehst? Good point. Weil sie noch wichtig sein könnte. Eine Spur zu dem, was wir suchen, wer weiß. Vielleicht finde ich in Stirling jemanden, der das übersetzen kann. Wir haben keine Zeit, nach einem Linguisten zu suchen. Nein? Wenigstens mache ich etwas Positives. In welcher Sprache ist die Inschrift? Du bist der Sprachenstudent, sag du es mir. Sieht aus wie Altnordisch, vielleicht. Vielleicht ist es eine Geheimsprache. Das glaube ich nicht. Altnordische Geheimsprache? Ah. Yeah, this play of words doesn't really work in German, but... Okay, anyway, Hast du einen Vorschlag, was ich mit diesem Zahnrad machen könnte? Nun ja. Schau mal, ich habe eine alte Münze gefunden. Glaubst du, die ist was wert? George, konzentrier dich doch bitte auf unsere momentanen Probleme. I'm sure she will be delighted to... Yeah. To learn the fact that we've discovered a black pen cap. Sieh mal, was unter diesem Schutt begraben war. Das ist die Plastikkappe eines Stiftes. Ja, erstaunlich, nicht wahr? So etwas Alltägliches in einem Ort wie diesem zu finden. Unglaublich. Lass es mich wissen, wenn du Büroklammern findest. Nico, ich habe eine alte Tonpfeife gefunden. George, das ist mir egal. She's not in the mood. Das Rad dreht sich widerstrebend mit einem protestierenden Knarren. Es gibt keine erkennbare Art, wie man das Rad aus dem Gehäuse bekommen könnte. Eine einfache Zahnradanordnung mit einem Griff, um das große Rad zu drehen. Turn the handle, der Griff maybe? Lässt sich leicht drehen. Das große Rad beginnt sich zu bewegen. Verdammt! Der Griff ist abgebrochen. Let's study the statue. Bei genauerer Untersuchung kommt mir an diesem Gesicht etwas komisch vor. Es ist eine geschickte Illusion. Egal wo ich stehe, die Augen scheinen mich niemals anzusehen. Der Grund ist einfach. Der Dämon hat gar keine Augen. Mit der Tonpfeife im Mund sieht er glücklich aus. Häuslich, wie der Großvater von irgendwem. Was tust du da, George? Ich habe mich gefragt, ob im Mund des Dämonen ein geheimer Mechanismus steckt. Vielleicht solltest du etwas mehr Respekt davor haben. Vor einem mythischen mittelalterlichen Dämonen? So mach mal halblang. Okay, mach ruhig so weiter. Spiel mit Mächten rum, von denen du nichts verstehst. Zieh dir den Zorn des Dämonen zu und verbrenne in der Hölle. Und frag mich doch mal, wie egal mir das ist. She's pissed. Manchmal haben die kindischsten Gesten einen Katharsis-Effekt. Die Verkleidung des Dämonen als Clown hatte so eine Wirkung auf mich. Okay, did this just solve the puzzle?
No. Meine Finger gleiten über den kalten Stein, als ich die Augenlöcher abtaste. Darunter bildet der Mund ein weiteres Loch, aber da werde ich meine Finger bestimmt nicht reinstecken. We could try to use the wheels on him. Das Rad gleitet leicht in die Augenhöhle. Okay, now he looks quite ridiculous. Das Rad dreht sich wieder. Es gibt. Es ist unmöglich, den Griff. Ich finde hier nichts. Das Rad dreht sich ganz leicht, aber nichts passiert. I think we need a second cork. Das Rad hat einen gezackten Rand, der beim Drehen in das Zahnrad greift. Scheuerstellen an der Achse hinter dem Rad zeigen, dass hier früher mal ein Seil befestigt war. Ohne Griff ist das kleine Rad mit der Achse recht nutzlos. Ha. Can we take this small cork? Aha. Ohne den Griff war es leicht, das Zahnrad samt Achse zu entfernen. Okay, now we can make sense of, out of this. Mit dem Kratzen von Metall auf Stein stecke ich das zweite Auge an seinen Platz. Just for fun, let's put the pipe into his mouth again. Ich versuche die Zahnräder. No, put the pipe in his mouth. Mit der Tonpfeife im Mund sieht er glücklich. Was tust du da? Hi. Ich hab vielleicht soll vor einem. Okay. It's the same dialogue. Okay. Und frag mich doch. Shut up, woman. I need to solve this puzzle. Ich schiebe den Griff in den Mund des Dämonen. Die Zahnräder greifen alle ineinander. Aha. And when we'll come back, folks, we will finally solve the mystery of the Neo Templars and end this game. Well, it's Let's Play. You can't end the game. You can finish the game. Okay, we will finish the game and end this Let's Play. So, until then, folks, until then.